sind spektakuläre Einblicke in die Welt der kriminellen Clans. Exklusive Aufnahmen, Bilder von Überwachungskameras, die in einen Berliner Hinterhof filmen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag spielt sich das Ganze ab. Eine wüste Schießerei, insgesamt fallen da 21 Schüsse. Und das Ganze spielt sich mitten in Berlin ab. Sehen Sie hier einmal die Karte von Berlin. Das, was Sie kennen im Zentrum, nämlich hier das Brandenburger Tor, die Straße unter den Linden, hier eingezeichnet. Unser Headquarter sozusagen, das Bildhochhaus. Und dann etwas weiter nur im Süden sehen Sie hier unten den Tatort. Das ist gerade so Berlin-Kreuzberg hier in der Nähe dieses Gewässers. Das ist der Landwehrkanal. Hier der Tatort in der Stresemannstraße, interessanterweise, zufälligerweise gegenüber der SPD-Parteizentrale. Dies also der Ort dieser wüsten Clanschießerei am zweiten Weihnachtsfeiertag in den ganz frühen Morgenstunden. Und dank spektakulärer Kamera, Überwachungskameraaufnahmen lässt sich diese Tatnacht nun ganz besonders genau rekonstruieren. Ein Hinterhof in Berlin-Kreuzberg, in der Stresemannstraße ganz nahe der SPD-Parteizentrale. So sieht es hier bei Tageslicht aus. Der Ort, der zum Tatort wird, als der Rest Deutschland friedlich Weihnachten feiert. Hier in diesem Berliner Hinterhof hat sich am zweiten Weihnachtsfeiertag eine wilde Schießerei zwischen Männern aus der organisierten Kriminalität ereignet. Nun haben die Ermittler neue Erkenntnisse darüber, wie die Schießerei abgelaufen sein soll. Bild liegen nun exklusiv diese Aufnahmen von Überwachungskameras vor. Auf den Überwachungsbildern zu sehen, dieser Mann. Faisal Kilic trägt eine Pistole in seiner rechten Hand. Gegen 3.47 Uhr am Morgen sollen Faisal Kilic, ein Anstreicher, der bereits 140 Einträge in der Polizeiakte hat, und der Bruder von Clanchef Arafat Abu-Chaka, Ali Abu-Chaka, aus diesem Keller hier gekommen sein, bewaffnet mit einer Machete und einer Kurzwaffe. Einige Minuten lang unterhalten sich die Männer auf dem Hof. Dann geht der Mann mit der Pistole zurück in den Keller. Und auch dieser Mann ist nun vor Ort, Olivier V. Er trägt eine Baseballkappe. Später wird er offenbar zum Haupttäter. Der Hauptverdächtige Olivier V., ein 30-jähriger Italiener, soll an den Bewaffneten vorbeigegangen sein mit einer Zigarette in der Hand. Dann bleibt er an diesem Zaun hier stehen, zückt eine Waffe und 5 Schüsse fallen. Kilic und Abu-Chaka sinken blutend zu Boden. 2 weitere Schüsse fallen auf einen der am Boden liegenden Männer. Dieser Unterstand soll nun Schutz bieten. Eine Person flüchtet sich hierhin. 4-mal aber wird auf ihn geschossen. Der Schütze will nun den Hinterausgang nutzen, doch die Tür ist verschlossen. Der Mann mit der Machete, Bruder von Clanchef Arafat Abu-Chaka, ist verletzt, kann aber noch humpeln. Seine Machete legt er nun ab, greift sich stattdessen eine am Boden liegende Pistole. Er schießt 8-mal auf den rennenden Haupttäter. Später wirft er die Pistole, die voller Blut ist, in die Mülltonne. Danach versuchen alle Männer, den Hof zu verlassen. Die Polizei trifft um 4.02 Uhr ein. Bis dahin sind 21 Schüsse gefallen. Schwerverletzte liegen am Boden. Einer von ihnen muss aus dem eiskalten Landwehrkanal gezogen werden, nahe des Hofs. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.